Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Champions of Regnum. Ja, ich habe vorher ein bisschen beim Herbrettfort ein bisschen verteidigt, aber die Sürken kommen zu, wie sagt man den, Anabolika-Barbaren und schnetzen alles nieder, kann ich nicht lange bleiben. Und ja, habe gesagt, ja okay, dann nehme ich halt hier auf und jetzt nehme ich hier auf. Habe jetzt gerade von drei Orks hintereinander drei Items bekommen. Schaustmi Schulterpanzer für Ritter 46. Verstärkte Spezialistenbrustpanzer aus feinem Stahl für Schütze Level 50. Und Verteidigerhose aus Eisen für Schütze Level 56. Ja. So gehen die immer weg. Immer wenn ich draufklicke, nach einiger Zeit geht's weg wieder. Aber jetzt gerade nicht. Okay, vielleicht bin ich nicht gerade drauf gewesen. Wollen wir den angreifen? Gegen den werden wir verlieren. Wenn wir gar keinen Schaden erhalten. Na, no. Den habe ich noch nie angegriffen. Ist viel zu stark, also viel zu zäh. Stark ist er nicht unbedingt. Mit 300 Schaden. Dann gehen wir weg. Tschüss. Renndeutscher Meister. Was, den gibt's auch noch? Oh, und Luke ist hier. Luke, da bin ich jetzt. Gerade am Kämpfen. Das ist mein Revier. Ich bin länger hier gewesen. Ich bin schon länger hier. Ah, der ist sowieso langsam im Killen. Der wird mich nicht so stören. Luke ist ungefähr der 6., 7. Hexe, der momentan online ist in Ignis. Völlig sinnlos gerade, so viele Hexer zu haben in unserem Reich. Weil die Hexe eigentlich immer wieder daneben treffen und weiß auch nicht, ein bisschen nutzlos sind gegen Super-Barbaren, Anabolika-Barbaren, Suchti-Barbaren und ich treffe nicht. Okay. Du kannst ja weiter bei deinen Duellen verkacken, wenn dir das lieber ist. No. Zu wem ist es gerichtet? Xerdif. Wie viele Herb? Oh. Jetzt angegriffen. Okay. Jo. Also gestern waren wir hier ein bisschen am Leveln, dann war ich ein bisschen hier am Leveln, dann war ich hier unten, schaute mal wie viele Gegner es hier hat, aber hier hat es ganz wenig Gegner. Dann war ich hier oben, aber nur orange Gegner. Dann war ich eigentlich hier. Also dann war ich zuerst im Herbrettfort und dann war ich hier schauen. Und ja, der Loot sieht man. Ja, von den schwarzen Panther, großes Pantherfell bekommen. Dieser Kackloot. Ah, noch ein Level, dann habe ich die Magma Golems. Aber ich möchte sie nicht angreifen, wenn sie orange sind, weil ich schlechtes Equip habe. Und der Hammer muss ich auch bald zurückgeben, wenn ich ihn nicht mehr brauche. Ah ja. Noch ein bisschen müde, aber geht schon. Erst um 2 Uhr morgen eingeschlafen. Hab noch Filme geschaut. Star Wars. Episode 1 habe ich geschaut. Und was habe ich noch geschaut? Daredevil. Ja, genau. Ja. Einfach so alte Filme nochmals kurz wieder schauen, bisschen das Gedächtnis auffrischen von den Filmen. Und ja, dafür nehme ich mit die DVDs meiner Schwester mit. So. Da kann ich immer besser schlafen, wenn ich so Actionfilme geschaut habe oder Kriegsfilme oder Fantasyfilme. Da bin ich immer so locker und kann gut einschlafen.
So, ja, toll. Und ich habe Obi-Wan Kenobi habe ich gar nicht erkannt. Also noch jung war, sieht er ganz anders aus natürlich, weil es ein anderes Schauspiel ist natürlich. Und weil es auch schon 20, 30 Jahre vorbei ist. Weil Episode 1 ja der früheste Teil ist von der Geschichte her. Aber Mann, ich treffe nie. Ich dachte, die wollten machen, dass man immer trifft, einfach nicht immer sehr stark trifft oder ja, dass einfach kritisch nur noch Treffer eigentlich ist oder eine Wahrscheinlichkeit hat. Aber nein, scheinbar nicht. Man trifft immer nicht daneben. Ah, mich nervt es manchmal, wenn ich den Tritt nicht treffe, dann kann ich ja nicht das betäubende Gebrüll nachmachen, weil das ja einige Zeit braucht zum Ding, also ein Cooldown hat. So eine Ausführungszeit, genau, Global, nein, Aussprechzeit von 0,5 Sekunden. Und das ist ein bisschen. Ach komm. So. Und Luke, wo bist du? Luke, ich bin dein Vater. Nicht. So. Gucken wir mal. Hier hat es mir ein bisschen zu viele Bosse. Also Anführer. Was sollen direkt Full Buffe? Minus E. Alus. Okay. Luke, nicht mehr da. Okay, dann ist er mit. Aber es passiert echt nichts. Also, es lohnt sich jetzt nicht, Fortschlachten zu machen, weil die meisten inaktiv irgendwo im Vorteil hocken und nicht verteidigen. Und, naja, können jetzt. Noch einmal greifen wir an. Noch einmal bis wenig Leben und dann gehen wir kurz mal schauen. Die sind immer noch Herbert. Ja, scheinbar schon. Die wollen die Edelsteine wieder zurückholen, natürlich. Können sie machen. Werden es aber nicht schaffen, wenn so Anabolika-Barbaren überall sind. 1700 Schaden mit dem Südkreuz. Das ist schon heftig. Ja, ich will wieder auf Schwerter umsteigen, aber ja. Wenn man nichts findet, dann findet man nichts. Oh, schön erfrischend. In dieser schwitzigen Bude. Das schrecklichste Zimmer von allen habe natürlich ich. Und die Türe offen, das hört jetzt jeder. Ah. Oh. Weil das Kabel durch muss, ich kann die Tür nicht zumachen. Oh, da Luke ist hier. Was bist du jetzt eigentlich auch nochmal, oder? Ja. Okay. Luke, ich bin dein Vater nicht. Also ich finde, der dritte, also die sechste Episode am besten. Episode 6. Nein, eigentlich 5. Naja, fünften ist es ein bisschen blöd. Blödes Ende. Aber, ja, ich finde das Design, also so ein bisschen dieses altmodische Zeug nicht so cool. Ich finde eher neumodisches, modernes gut bei den Raumschiffen. Aber der, Y-Fighter, der ist richtig cool. Und dann gibt es noch den X-Wing. Oder der heißt auch Y-Wing. Ich kenne mich so nicht aus mit Star Wars. Ich habe zwar alle Filme natürlich mehrmals geschaut, aber naja, mitbekommen habe ich nicht so. Also, dass ich es in meinem Kopf gespeichert lassen muss. Eher so Randnotiz.
Weil, ja, deren Interesse ist halt nicht voll da. Ich schaue es halt einfach mal ab und zu, also ab und zu. Halt 3 Jahre, vielleicht einen von den 6 Teilen. Aber ich freue mich auf den neuesten Teil, den schaue ich sicher im Kino. Was ich geplant habe, ist MI6, also Mission Impossible 6. Oder ist es der fünfte da? Ich glaube, es ist sogar der fünfte Teil erst. Weiß nicht. Ach, Kopf. Ich erzähle nur mich gerade. Aber, schön, dass die Folge, also die Serie schon fast so weitergemacht wird. Auch wenn langsam so ein bisschen die Luft draußen ist. Der zweite Teil war natürlich legendär. Mit dem Masken, Ganoven, der immer Masken überzieht und die Opfer verarscht. Auch so ein ehemaliger Spion. Was liegt tot? Meiner ist ready, so ready. Hab Teufel noch ready. Okay, also dann. Ja, oh, Knechts lohnen sich nicht, aber den habe ich noch um. So, regenerieren und dann wieder mal gucken, was die Leute machen. Aber eben, ich bin eigentlich immer der Erste, der tot ist, weil ich natürlich immer in die Front kämpfen muss. Ich sehe, die ist lieber ein bisschen außerhalb von Herb gewesen und hat nichts gemacht. Ist erst mal später, als ich schon tot war, dazugekommen wieder. Da kann man leider nicht so viel überleben. Also die Chancen zu überleben ist natürlich gering bei den Anabolika Barbaren von Syrtis. Und tja, kann man nicht viel machen. Diese Barbaren sind Sicherung für 500 bis 1000 Euro wert. So viel ausgegeben wurde. Und dann noch Tauschhandel und alles Mögliche. Ja, schon protzig. Aber natürlich auch eine Menge Arbeit. Eine Menge Sucht ist da flöten gegangen. Haben sie ein bisschen Free Crip? Wow. Voll krass. Das lohnt sich so extrem. Dafür ungefähr 20 Stunden pro Tag online zu sein. Für die paar Crips. Das lohnt sich so extrem. Das finde ich, man. Das finde ich einfach nur krass, ey. Na gut, wir hatten aber auch keinen Bashi um die 2 bis 3. Ja, ja. Es nimmt auch niemand Bashi. Spielt niemand Bashi bei Ignis momentan. Da kann man nicht viel machen. Also, kann herumheulen, aber. Wenn die Ignis-Bashis alle aufhören, nacheinander und. Dann plötzlich auch die anderen Klassen außer Hexer aufhören, dann ist klar, dass es halt ein paar Enttäuschungen gibt. Aber viel kann man ja nicht sagen, man kann die nicht irgendwie zurückholen, weil man sie nicht kennt. Man kann nicht einfach hinskypen und sagen, komm mal wieder online, wir brauchen deine Hilfe. Da geht nicht. Die Leute wollen halt scheinbar manchmal inaktiv sein. Und denen ist es egal, ob wir Probleme haben oder nicht. Die sind dann einfach offline. Und kommen nicht. Na, ja, dann kommen sie plötzlich wieder, wenn ein neuer Patch da ist oder was. Wie man es will, aber Regnum ist ja nicht etwas, was man machen muss. Es ist keine Pflicht. Da darf jeder online sein, wenn er will. Und wenn er halt keinen Bock hat, dann hat er hat keinen Bock. Ich habe auch immer, ja, wenig Bock, aber ich habe auch noch eine Verpflichtung, das Let's Playen, oder? Ja, nehme noch gleich viel Warzone-Punkte, weil ich einfach nicht dazu komme, 15 Minuten noch zu warten und dann noch zu sterben und dann nichts zu bekommen und ja,
Oh, jetzt haben sie es eingenommen. So eine Frechheit. Genau vor meiner Schnauze haben sie es eingenommen. Okay. Egen, wo seid ihr? Egen. Reichskameraden. Ja, toll. Aufnahme für den Eimer. Ja. Wohin? Wohin das Ding? Akkus, okay. Ja, ist näher. Diese Seite. So. Aber momentan ist es eigentlich nur ein Warten, weil die Schlachten recht schnell durch sind, weil so wenig Leute da sind und eigentlich immer einseitig für ein Reich ist. Meistens für die Sirten, weil sie natürlich am meisten online sind, aber auch manchmal für die Eisen und für die Igen nur noch sehr wenig. Aber ja, eigentlich ist es Fortschlachten nur 15 Minuten warten. Das ist die Fortschlacht. Und das ist schon ein bisschen langweilig. Und für mich, der wenig Zeit hat und auch wenig Zeit in Regnum momentan verbringen will, nur so eine halbe Stunde pro Tag zum Aufnehmen natürlich und ein bisschen zum Leveln, aber ja, weil ich auch nicht viel machen kann. Ich kann nicht einfach die Fortschlachte schlechte für mich, also für unser Reich, schieben oder so mit Level 52. Also ich kann nicht da eine Schlacht umkehren. Das geht nicht, natürlich. Und deshalb bin ich nie dabei, weil ich einfach nicht kann. Zu wenig Zeit, zu schwachen Charakter, zu schlechtes Timing, alles Mögliche. Alles so Faktoren, die halt es unmöglich machen, momentan noch die Warm Master Coins zu bekommen. Also, dann gehen wir mal Akkas. Akkas, Mann. Ja. Wieso sind das immer Sirtenbrücken? Haben die nur ein Skin? Ja, toll, Mann, ihr seid zu früh. Hallo. Geht doch nicht. Das geht doch nicht. Jetzt bin ich immer verspätet. Das geht auch gar nicht. Ey. Oh Gott. Diese Verzögerungen bei der Deutschen Bahn. Also bitte. Ey. Ich will einen Turbo-Mount. So ein richtig schnelles Mount. Lichtgeschwindigkeit. Ah. Soll ich wirklich Game Master werden? Ja. Scheinbar ist es denen egal, ob ich dann aufnehme oder nicht, oder? Dann könnte ich wirklich fliegen. Dann wäre ich so unfair. Ich würde so extrem unfair sein. Oh, das Schau. Sind schon wieder angegriffen. Ah, die Eisen. Die wollen unbedingt das Fort natürlich jetzt wieder zurück. Aber so könnt ihr natürlich das Fort nicht einnehmen. Schön langsam, also so richtig professionell. Bereiten wir uns vor. Machen noch einen Schlag, bekommen die vollen Krips. Nein. Eigentlich möchte ich ja schon angreifen, aber ja, die sind schon geflohen. Ja, komm. Er hat mich. Aua. Au. Schnell fliehen. Nein. Oh, fast nicht geschafft. Oh Gott. Ja, Luis Lux. Okay. Ja.
Ja, da kann ich ja nicht viel mithelfen. Was bist du anspruchsvoll? Jetzt geh nicht mehr auf mich. Jetzt sterbe ich sogar. Ja. Sie gehen immer auf mich. Nö. Ich habe so null Motivation, einfach weil. Dankeschön. Anders was bietet. Aber ich kann nicht viel ausrichten. Ich kann einfach nicht. Bin noch viel zu schwach. Die machen so viel Kettenschaden. Immer diese Tausenden von viel zu viel Attack Speed, also Aussprechzeit. Ja, ich werde immer angegriffen, sterbe wieder. Wieso dürfen die? Wie viel Attack-Geschwindigkeit haben die? Mann, oh, ich schenke nur Reichspunkte. So. Ja, eben. Es ist so. Man hat halt wenig Chancen als Level 52er mit Schrott-Equip. Und einmal ist dann. Da haben wir einfach keine Chance. Es ist dann einmal und bis ich wieder nicht mehr Stun habe, bin ich tot. Weil, ja, zwar schwache Treffer sind, aber das reicht aus, weil die so extreme Angriffsgeschwindigkeit haben und alles. Zu gute Items, oder? Und ich bin ja nicht der ich bin nicht der Frontkämpfer gewesen, aber trotzdem, sie gehen immer sofort auf mich, weil sie genau wissen, ah, er ist YouTuber. Er ist sehr schwach, er hat richtig schlechtes Equip. Die wissen alles über mich. Ich bin einer, der halt alles preisgibt durch die Videos, oder? Und die wissen ganz genau, ja, sie können bei mir schön viele Königreichspunkte sammeln. Und tja, kann ich viel machen. Also. Ich kann sie dann rocken, wenn ich ungefähr 2 Jahre gespielt habe und dann das Equip habe, ja. Aber nicht jetzt, wo es so früh ist. Also sind ja jetzt 3 Monate ungefähr her, seitdem der Charakter geboren ist. Und also, wo ich ihn erstellt habe. Und alles sei ich Selfhand, außer der Hammer ausgeliehen. Sonst ist alles Selfhand. Und ohne irgendwie Booster. Ohne Booster. Habe ich den groß gezogen. Also bin ich eigentlich noch gut dran. Ich bin halt ein Schenker. Ich schenke halt gerne den Eisen Königreichspunkte, aber da kann ich nicht viel machen. Ihr habt gesehen, ich konnte eigentlich gar nichts mehr machen, als das dann auf mir gewirkt wurde. Weil so ein 5er Stun, der wirkt wahrscheinlich 5, 6 oder ich glaube 9, 9 ist noch einer. Das ist leider viel zu lange, bis ich da mal wieder das machen konnte. Und dann noch geslowt, verstrickter Pfeil, oder? Mal kurz schauen. Also da, ja, verstrickter Pfeil. Und stacheliges Efeu auch noch dazu, aber Level 1. Nochmals verstrickter Pfeil. Also, was ist das jetzt? Da und da sofort wieder ein verstrickter Pfeil. Also eigentlich sofort wieder verfügbar für den Luis Luchs. Und das ist einfach, ja, das hat nichts mit Balancing zu tun, sozusagen. Es ist, als würde man ein Spiel hacken.
in Rechnung, weil die Stunts einfach nicht ausgeglichen sind. Also sie sind nicht zum Schaden oder so ausgeglichen. Es gewinnt der, der die Stunts hat und am schnellsten einsetzt. Es gewinnt nicht der, der am meisten Schaden machen könnte oder so, der stärkere Charakter hat, sondern der, der die Stunts zuerst einsetzt. Und natürlich ist es. Leute! Ihr seid so Feiglinge. Ihr seid alle ge durchgehend Feiglinge. Okay, ich mache nichts mehr. Ich mache jetzt gerade nichts mehr. Kann er herumhüpfen, herumtanzen, okay. Habe ich jetzt gerade nicht gesehen, das gebe ich zu. Aber eben, die gehen scheinbar jedes Mal ringsum. Und nun gut. Da fühlt sich irgendwie cool. Da hat so ein blödes Egger. Ich bin so beeindruckt, Yachito Junior, Yachinto Junior, dass ich dich jetzt 2 Minuten lange hier tanzen lasse. Mal schauen, ob er irgendwie beeindruckt ist. Ja, genau, ich lenke ihn ab. Ich lenke ihn von den anderen ab. Genau. Lenke ihn euch ein bisschen ab. Also, viel Spaß mit dem Yachinto Junior. Ich bin mal weg. Nein, noch nicht. Aber bald. Ich bin so schlecht irgendwie. Ah, ich bin der schlechteste Regnumspieler. Stellt euch das mal vor. Ich bin ja aber gerne schlecht. Na, immer noch Spaß. Der bleibt jetzt bei mir. Das ist mein Leibwächter jetzt. Der lässt einfach mal die Eisen im Stich, weil er bei mir ein bisschen herumtanzen muss. Mal gucken, wie lange er hier bleibt. Der lenkt sie, der macht jetzt einfach nichts mehr. Der raucht sich jetzt eine Zigarette und ja. Einfach nur Ziggis rauchen, oder? Oder irgendwas. Ein Bierchen saufen. Finde ich lustig. Der meint jetzt, ich sei sicher aktiv. Ich würde Däumchen drehen. Extrem Däumchen drehen. Extrem Däumchen drehen. Und er ist immer noch hier. Der andere? Der macht einfach mal nichts. Der geht einfach weg. Lol. Mal gucken, der Kai-Koyote, okay. Was soll das eigentlich sein? Spotten? Dann der will auch spotten. Ich finde irgendwie die Regnumspiele lustig. Weil sie haben so eine richtig sympathische Art. So richtig sympathisch, nicht? Sie sind einfach, ja, sie sind wie Pest. Man hat es, aber will es nicht. Viele Spieler sind einfach Pest. Und, naja. Tja, was soll ich machen? Lol, und der bleibt inaktiv. Okay, jetzt. Ah. Zylon, hilf mir! Zylon, nein! Stirb nicht, bitte! Lol, nein, Schaden hat er bekommen. Ja, jetzt stirbt er. Nein, ich kann nichts machen. Oh, sind da. Zylon, hallo. Okay, ich höre auf. Morgen vielleicht ein bisschen motivierter, aber war lustig, 3, 4 Mal zu sterben. Und ey, ich kann vieles nicht machen in den Fortschlachten und bin halt angewiesen auf andere Leute, und wenn die nicht so aktiv sind und mich gleich retten oder so, kann ich nicht viel machen. Aber ich nehme es niemand übel, natürlich. Ich bin halt das Opfer, ich bin der Junker, wie man früher gesagt hat, zu den Clowns. Und
unterhalte halt nur. Aber ja, tödliche Treffer, 1313 Schaden, okay. Also, danke fürs Zuschauen, bis morgen. Auf Wiedersehen. Tschüss.